Willkommen zu einer weiteren Partie The Binding of Isaac. Unser letzter Lauf war ja leider erneut nicht so erfolgreich gewesen. Wenn wir nochmal in die Stats hineinschauen, mittlerweile haben wir 5 Deaths auf unserem Konto. Also 5 Tode. Aber naja, was soll's. Alle guten Dinge sind 6 oder so. Okay, gehen wir nochmal ins Spiel hinein. Im letzten Part haben wir es ja versucht, mit Isaac an den Start zu gehen. Dieses Mal würde ich sagen, nehmen wir einen der neuen Charaktere, die wir freigeschaltet haben, um mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ich denke mir, wir starten mit Samson. Wir gucken mal kurz auf seine Stats. Samson hat tatsächlich nur einen Herzcontainer, hat 2 Punkte in der Laufgeschwindigkeit und 2 Punkte in der Stärke. Also er ist nicht gerade der beste Charakter, zumindest am Anfang. Aber er hat ein sehr interessantes Item und das ist das Blattlast. Und was das kann, das schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Ja, da sehen wir es auch schon. Bloody Lust. Samson startet mit dem Blood Lust. Dadurch hat er eben dieses rote Stirnband auf. Und was das bewirkt, das gucken wir uns jetzt an. Nur mal kurz hier zu den Stats. Man sieht es hier. Samson startet mit nichts, also keiner Münze, keiner Bombe und keinem Schlüssel. Dafür aber startet er mit einem Seelenherz. Also wir sind gar nicht mal so schwach, also was die Herzenzahl angeht. Aber ein Herz ist schon ein bisschen wenig. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Wir gehen mal nach links. So, und hier sehen wir das Blattlast schon in Aktion. Je mehr Gegner wir töten, desto röter läuft Son an, desto mehr Schaden machen wir tatsächlich. Also je mehr Gegner im Raum sind und je mehr Gegner wir in einem Raum besiegen, jetzt sieht man zum Beispiel, jetzt haben wir zum Beispiel rote Perlen, die wir beziehungsweise rote Tränen, die wir schießen, macht Samson tatsächlich mehr Schaden dann, je mehr Gegner er in einem Raum schlägt. Das tut sich tatsächlich wieder verschwächeln. Also wenn wir in einen anderen Raum gehen, dann ist dieser Effekt weg. Man muss dann wieder, man sieht es jetzt, Samson ist wieder weiß oder hautfarben, da muss man halt wieder weitere Gegner töten. Also dieser Effekt gilt eben nur für einen Raum. So. Die Feuer machen wir mal aus. Was haben wir hier drin? Wow. Das Yamhart. Das ist ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Yamhart kennen wir ja bereits schon von Magdalene. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Zack. Da haben wir noch eine zusätzliche Sicherheit, dass wir diesen Run schaffen werden. Bombe haben wir leider nicht, um mal nach dem Geheimraum zu schauen. Egal, gehen wir einfach mal zum Endboss. Okay, Jiminy. Und der kleinere davon den beiden ist anscheinend im Champion-Modus. Na gut, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Einfach noch Distanz halten. Den guten. Oh, 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 oh. Kein Risiko eingehen. Dadurch, dass eben Samson nur ein Herz hat, müssen wir umso vorsichtiger spielen. Aber wie gesagt, die Bloody Lust ist auf jeden Fall ein wahnsinnig gutes Item. Besonders wenn man einen Gegner hat, der sich zerteilt. Da fällt mir zum Beispiel Envy die 7 Todsünden, von den 7 Todsünden ein. Also der dürfte mit Samson auf keinen Fall ein Problem darstellen. Wie schon gesagt, je mehr Gegner man tötet in einem Raum, desto mehr Schaden macht man. Bis halt man zum maximalen Schaden angelangt ist. Na komm schon. Zack, 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 zack. Aber interessantes Item, das hier mal. Das habe ich ziemlich selten in meinen früheren Durchläufen gefunden. Also es ist nicht gerade das Item, was man öfters findet. Es gibt wesentlich andere Items, die man öfters findet. Zack. Roten Spoon, warum nicht? Speed up. Sehr gerne genommen. Ein Seelenherz, auch nicht schlecht. Alles klar, gehen wir weiter. So, nach unten. Okay. Also unser Setup sieht schon mal nicht schlecht aus. Mal schauen, was wir noch finden werden. Hier sieht man es wieder. Samson schießt jetzt rote Tränen ab. Und diese Gegner sind damit auf keinen Fall ein Problem. Sieht man das auch bei den Stats? Ja, man sieht es hier. Die Stärke ist jetzt ganz voll durch das Bloody Lust. Also eigentlich ein richtig fantastisches Item. Das man tatsächlich auch nicht nur mit Samson haben kann, sondern mit den anderen Charakteren auch. Also es ist tatsächlich möglich, das Item auch in ein Nickel, sehr schön, in einem Itemraum zu finden. Was haben wir hier? Ach ja, springt euch mal selbst in die Luft durch das Feuer. Ja, ein Schlüssel wäre mal nicht schlecht, Leute. Guck mal her. Zack, zack, zack. Halbes Herz, na gut. Ein Schlüssel bräuchte ich. Einen Schlüssel für mich. Guck mal her.
Wie diese Bienen hier zum Beispiel. Die sind natürlich mit Blattlast gar kein Problem. Ihre Münzen, na gut, nehme ich auch mit. Komm, dich mache ich auch Platz. Zack. Was haben wir hier? Ah, hier können wir eigentlich abwarten, bis sie sich... Oh nein! Bis sie sich selbst kaputt machen, wenn die mal ins Feuer laufen sollten. Oder fliegen, wie die Bienen da in dem Fall. Okay, zwei Räume noch zu begutachten. Dann gehen wir erstmal nach links. Bevor wir letztendlich so in Endboss gehen. Bright, na gut. Hast du vielleicht einen Schlüssel für uns? Ah, die Treubomben kannst du gerne behalten. So. Ein Damage-Up wäre natürlich mit Samson so oder so nicht verkehrt. Ich meine, wenn er am Anfang, also wenn er am Anfang eines Kampfes ist, noch kein Gegner besiegt hat. Energies Cookbook, uninteressant. Wenn er am Anfang einen Gegner erstmal erledigen muss, um halt seine Stärke aufzubauen, wäre es nicht schlecht, wenn er schon von Grund auf ein bisschen Stärke hat. So, was haben wir hier? Okay, oh nein, 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 ich möchte schon nicht aufsprengen. Erstmal ein bisschen, wenn wir, oh, 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 ein bisschen Stärke aufgesammelt haben. Dann kümmere ich mich um die Biene da links. Da rechts meine ich. Wie jetzt zum Beispiel. Da können wir dich auf jeden Fall auch platt machen. So, dich machen wir auch platt. Habt ihr vielleicht einen Schlüssel für mich? Nein, Nickel. Auch nicht schlecht. Zwar können wir damit beinahe in den Shop auch gehen, aber ohne Schlüssel sieht das schlecht aus, nicht wahr? Da haben wir einen Schlüssel. Sehr schön. Den Stein möchte ich aufsprengen. Für einen Seelen jetzt. Na gut. So, was haben wir noch hier oben? Zündenraum brauchen wir nicht. Interessant, dass es so groß ist, Basement 2, oder? Kommt mir wirklich irgendwie ganz groß vor. Okay, was haben wir hier drin? Ihr wollt mich doch verarschen. Och, Mann. Das Anarchist-Cookbook ist doch schon da unten vertreten, oder? Egal. Uninteressant. Aber ich nehme es dennoch mal kurz mit. Vielleicht können wir ja hier oben oder da links den Geheimraum ausspringen. Probieren wir einfach mal unser Glück. Ah! Dankeschön. Genau da, wo die Bomben nicht platzieren und explodieren sollten. Ah, egal. Ich bleib dennoch beim Yamhart. Dafür ist meiner Meinung nach das Anarchistic Cookbook auch nur lohnenswert. Eben bei solchen Aktionen. Wenn die Bomben denn mal richtig platziert sind. Eigentlich auch ein ganz guter Gegner für Bloody Lust oder beziehungsweise für Samson. Duke of Flies. Der spawnt so viele Fliegen und so viele einzelne Gegner, dass wir unser Bloody Lust sehr schnell aufladen können. Und dadurch an Stärke eben gewinnen. Da macht das Item auf jeden Fall bei solchen Gegnern viel Sinn und die dürfen dann auch nicht allzu lange überleben. Komm mal her. Ja, das wär's schon. So, hier. Und zack, alles klar. Okay, Range Up. Ja, warum nicht? Im letzten Run hatten wir überhaupt keine Stats abbekommen, außer einmal. Und jetzt bewirft uns das Spiel mit Stats. Nehme ich gerne mit. Was haben wir hier drin? Boah, das sind zwei sehr gute Items, nur aufgrund der Tatsache, dass sie so wenige Herzen haben. Nope. Okay, dann... Ja, gehen wir weiter. Oben, links, unten, rechts, unten. Okay. Oh, die Köpfe haben wir zum Beispiel im letzten Lauf auch nicht gesehen. Aber damit bin ich auf keinen Fall traurig oder so. Die kann ich nun wirklich nicht so gerne leiden. Oder sehen. Ah, komm schon. Okay, sieht ganz gut aus. Ja, alles klar. Zack, 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 tot. Halbes Herz, okay. Ah, ein paar Bomben und ein paar Schlüssel wären mal nicht schlecht, oder? Da ist schon wieder der Shop. Nur noch 4 Münzen, dann haben wir 15. Und dann rentiert sich der Shop eher. 12. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Schlüssel. Zumindest noch in den Itemraum. Jetzt sind wir hier, okay. Quasi derselbe Raum wie eben. Nur mit Steinen, die uns im Weg sind und wo offensichtlich die Würmer mal drin klitschen können. Wieder eine einzelne Münze. Interessant. So, was haben wir hier? Okay.
Ich überlege gerade, das Yum Heart ist zwar ein super Item, aber aufgrund dessen, dass Samson ja nur ein Herz hat, heilen wir ja quasi nur ein halbes Herz damit, ne? Bevor wir dann letzten Endes dann sterben sollten, wenn wir es nicht einsetzen. HP wäre nicht verkehrt. So. Zack, 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 zack. Ah. Schlüssel brauche ich. Jetzt haben wir schon beide Räume gefunden, wo wir einen Schlüssel benötigen, aber wir haben keinen. Da ist auf jeden Fall eine Bombe, an die wir natürlich nicht rankommen. Es sei denn mit ein bisschen Glück. Autsch, 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 autsch. Ah, was für ein schlimmer Raum ist das hier. Ah, Mist. Ein bisschen vorsichtiger spielen, jetzt haben wir nur noch ein Seelenherz als Ausrüstung. Oh, eine Kiste. Zwei Bomben. Pff, ja, rentiert sich eigentlich, die Bombe da loszuspringen. Bombe für Bombe. Hm. Kein guter Tausch. So. Geheimraum? Vielleicht. Vielleicht ist er unter uns. Da könnten wir uns in einem auch in den Shop sprengen. Falls da wirklich der Geheimraum sein sollte. Komm schon. Ein bisschen auf Abstand halten. Und sehr schön. Ich probiere mal einfach mein Glück. Nein, natürlich nicht. Ich muss gestehen, seit dem DLC Wrath of the Lamb ist die Suche nach dem Geheimraum viel, viel schwieriger gewesen. Und der Geheimraum kann noch an anderen Stellen sein, wo er nicht so offensichtlich ist, wie jetzt zum Beispiel da unten die Stelle. Zu Binding of Isaac-Zeiten war der Geheimraum, ja, war es ein Kinderklacks, den zu finden. Ah, endlich ein Schlüssel. Was haben wir hier für eine Karte? The Hanged Man, oh. Da könnte ich eigentlich die Bombe da holen. Soll man das riskieren für eine Bombe? Ich behalte mal, vielleicht finden wir noch einen Raum, wo was Besseres ist. Wow. Das ist, genau, Teleport. Dankeschön, kein Bedarf. Hat so gut angefangen mit Yum Heart und jetzt finden wir was wie Teleport. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorit unter den Items. Aber naja, man kann eben nicht alles haben. Was haben wir hier? Auch nichts Interessantes. Ich behalte erstmal den Hanged Man. Ich hasse Peep. Ich hasse diesen Endboss. Ganz ehrlich. Besonders in der Champion-Form. Der ja leider dafür zuständig war, dass wir im letzten Run gestorben sind. Oh Mann. Na gut. Es ist ja in Anführungszeichen nur Peep. Also dürften wir da ganz gut durchkommen, würde ich sagen. Aber auch bei Peep kann man sterben. Und hier macht sich natürlich... Ja, das meinte ich. Hier macht sich natürlich Blattlast auch nicht bemerkbar. Wir haben nur einen Gegner, den wir besiegen können. Die Augen, die gleich rausploppen werden, die kann man ja nicht töten. Somit lädt sich unser Blattlast nicht auf. Deswegen meinte ich, ein Damage-Up, so ein kleines, wäre für Samson auf jeden Fall nicht verkehrt. Zumindest wenn er mit solchen Gegnern halt in die Rührung kommt. Weil wir machen nicht gerade viel Schaden mit ihm. Okay. Kann also ein bisschen dauern, aber naja, wir haben ja Zeit, nicht wahr? komm schon. Samson, gib dein Bestes. Nicht in die Piste reinlaufen. Und ich möchte möglichst das Seelen. Nee, jetzt. Oh, das war knapp. Das Seelenherz behalten. Ah! Puh, das war knapp. Nein! Geh weg! Ich hasse diese aufploppenden Augen. Das ist gemein, dass er zwei haben kann. Wir hatten dieses Item ja auch einmal gehabt, nur. Und es wird nur ein Auge rausgerissen. Vielleicht, dass wir damit zumindest noch was sehen können oder ein paar Tränen schießen können. Ohne Augen ist das ja schlecht. Ah! Puh, das war knapp. Jetzt ist er auf jeden Fall gleich besiegt. Na komm schon. Spring bitte nicht noch einmal nach oben. Und geschafft, sehr schön. 8 Ball. Tears up. Na gut, warum nicht? Was haben wir hier? Der Hero Fund. Sehr schön. 2 Seelenherzen. Gut. Ne, ich denke, die Bombe lassen wir einfach mal liegen. Gehen wir weiter. Die Katakomben. Nach unten gehen wir.
Okay. Oh nein. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nicht einkesseln lassen. Auf keinen Fall. Ja, oder so. Vielen Dank. So geht's natürlich auch. Und hey, da haben wir auch wieder eine Bombe. Was haben wir hier? Okay, 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 okay. Das ist nicht so schwer. Das ist nicht so schwer. Komm mal her. Hier bereite ich mir auf jeden Fall keine Angst ein. Na, komm schon. Ganz ehrlich, ich finde diese roten Knubbel da wesentlich schlimmer als die grünen. Weil sie diesen merkwürdigen Streuschuss haben. Komm mal her. Oh nein, 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 nicht einkasten lassen. So, oh, ah, Mist, das war saudoof. Na komm schon. Alter, haltet dir viel aus. Deswegen sage ich, ich habe Damage ab. Wäre nicht verkehrt bei Samson. Ah, puh. Schlüssel, sehr schön. Gehen wir weiter nach links. Ah, da seid ihr wieder. Hm. Ihr seid... Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ist ja kein Problem, aber mit der Reichweite hätte ich jetzt nicht gerechnet. Komm mal her. Ach, ich hasse Gegner, die nur ein Herz, die ein ganzes Herz uns abziehen. Was haben wir hier drin? Okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der Otten Mushroom dasht Damage ab. Sehr schön. Aber ich glaube, unsere Geschwindigkeit ist dadurch auch ein bisschen gesunken. Naja, was soll's. Und ein HP ab, man sieht's hier. Da benutzen wir auf jeden Fall auch das Yamhart. Ne, wir nehmen das Herz da rechts. Ja, sogar ein ganzes Herz. Bevor wir das Yamhart verschwenden. Jetzt macht das Yamhart da auf jeden Fall ein bisschen mehr Sinn. Was haben wir hier unten? Aha, okay. Erstmal dich machen wir platt. Ich will keine Spinnen hier haben. Oh! Yamhart. Hat er uns gerade ein Herz abgezogen? Oder habe ich mich da getäuscht? Ich weiß es nicht genau. Okay. Du bist auch platt. Eine Münze, okay. Jetzt bräuchten wir noch einen Schlüssel, dann könnten wir auf jeden Fall mal in den Shop reinschauen. Was haben wir hier? Ah. Unnötig, brauchen wir nicht. Ich möchte mich aber dennoch weiter umschauen. Man weiß ja nie, was wir noch finden werden. Schlüssel oder eine Bombe. Und noch ein paar Münzen. Oder den Geheimraum. Es wird anwendig mal wieder eine Zeit, dass wir Geheimräume finden. Spring mal hier auf. Nein, du sollst hier mal aufspringen. Nee, da ist auf jeden Fall nichts. Und da oben, denke ich, könnte auch nichts sein. Jetzt haben wir 15 Münzen, okay. Was haben wir hier? Oh nein. Natürlich müssen es jetzt die Creed-Köpfe sein. Oh. Ganz ruhig. Ist alles okay. Ist alles okay. Wir haben Damage ab. Oh nein. Es ist nichts okay. Es ist nichts okay. Hangman. Ah, um uns gerade aus der Affäre zu ziehen. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Und dadurch, dass wir das Trinket haben, wird jetzt Little Steve uns gespawnt. Ah. Schande. Schande, Schande, Schande. Das war auf jeden Fall jetzt überhaupt nicht erfolgreich. Haben wir hier vielleicht Glück? Ja, hier ist der Geheimraum. Super, da bekommen wir jetzt die Münzen wieder, die wir gerade eben verloren haben. Toll, klasse. Egal. Gehen wir dennoch nach rechts, würde ich sagen. Und ist nicht so ein schwerer Raum. Aber zumindest haben wir hier die Chance, unser Yamhart wieder aufzuladen. Wir müssen nur auf die einzelnen Köpfe hier achten. Dürfte nicht allzu schwierig sein. Komm schon. Blattlast ist auf jeden Fall sehr hoch wieder. Okay. Yamhart. Gut. Weiter nach unten gehen wir. Ein normaler Bettler wäre mir jetzt lieber gewesen, ganz ehrlich. Nicht dieser Teufelsbettler. Was haben wir hier? Den sparen wir. Platt. Autsch, verdammt, das war doof. Oh, weia, 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 weia. Ich will auf jeden Fall nicht, dass er hier irgendwelche Spinnen spawnt. Ah, verdammt. Aber gut, eure Reichweite ist nicht so weit. Zack, geschafft. Gut, die Frage ist jetzt, gehe ich jetzt in die Bibliothek hinein oder gehe ich jetzt hier nach links hin, in den Shop? Ich denke aber...
Oh, das ist schwer. Ich gehe in den Shop hinein. Und treffe Super Creates. Na super, das ist auf jeden Fall mein Tod. Och nein. Wie viel Glück muss man haben, ganz ehrlich? Verdammt. Das wär's. Schon wieder ein Tod auf unserem Konto mit 6 Toten mittlerweile. Mist. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich definitiv falsch. Ich bin definitiv aus der Übung gekommen. Aber naja, was soll's. Alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich hier Schluss und wir sehen uns beim nächsten Lauf wieder. Bis dahin.